Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr Lieben, wir starten in diesem Video in eine neue Wochenbotschaft, in eine neue Wochenenergie, in eine neue Wochenlegung. Ich habe begonnen, weil ich ein bisschen neugierig war, was für Energien uns erwarten und habe mit den Karten, die ich hier für euch rauspacken durfte, das sind die Engelkarten der Engelgruppe Seraphim, ja? Wer da mehr zu wissen möchte, kann sich gerne mal damit beschäftigen und kann das auch gerne mal googeln, meine Lieben. Da werdet ihr einiges im Internet finden. Meine Lieben, ich habe ganz spannende Karten bekommen. Erstmal möchte ich in Bezug auf die Woche auf die Farben eingehen. Ja? Die Farben Rot. Rot ist für mich immer die Lebensenergiefarbe. Das bedeutet, hier geht es um Dynamik, hier geht es um Kraft, um Stärke, um Lebensenergie. Die erste Karte, und das finde ich ganz, ganz toll, für die Woche ist Engel der Energie. Unsere Energie wird dir helfen, mit den derzeitigen Problemen fertig zu werden. Du wächst daran. Also du wirst in dieser Woche, das hast du mit Sicherheit auch jetzt schon im Feld, wirst du eine Thematik haben, die dir teilweise vielleicht auch Bauchschmerzen bereitet, wo du sagst, das gefällt mir gerade nicht. Es ist eine Thematik, wo du dir vielleicht auch ein Stück weit Sorgen machst, ja, und sagst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, wie ich da weitergehen soll. Ja, Probleme sind in meiner Wahrnehmung Zeitverschwendung. Es gibt genauso wie Schuld, gibt es keine Probleme. Das sind in meiner Wahrheit, in meiner Wahrnehmung sind das Herausforderungen, die wir bekommen, weil wir sie regeln und klären können, weil wir uns damit beschäftigen dürfen. Ja, also wir haben hier die Engel, das bedeutet für alle die, die sich mit Engeln beschäftigen, ja, nehmt gerne Kontakt zu euren Engeln auf. Es könnte ein Stück weit Unterstützung für euch sein. Andere arbeiten vielleicht eher mit der Schöpfung direkt, die nächsten mit den aufgestiegenen Meistern. Ja, es sind Impulse, es ist kein Muss, bitte nicht verwechseln. Es ist alles nur ein Kann, okay? Also hier hast du eine Thematik, wo dir Unterstützung zuteil werden könnte, wenn du den Kontakt zur lichtvollen geistigen Welt, zur Schöpfung aufnehmen möchtest, solltest, könntest, ja? Okay, die zweite Karte, die hier gefallen ist, ist die 1. Das war übrigens die 2. Ja? Wir haben die 1. Zusammengestellt haben wir hier die 21 quer Summe 3. 3 ist vorangehen. So, und jetzt kommt es, was ich total super finde. Jetzt kommt es richtig. Und zwar der richtige Weg. Geh deinen spirituellen Pfad in deinem Tempo. Du bist auf dem richtigen Weg. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben erstmal eine Thematik, die uns nicht gefällt, wo wir sagen, okay, ich habe schon das und das probiert, ich habe dieses, jenes, welches hier versucht in die Tat umzusetzen und irgendwie hat das alles nicht geklappt. Ja, so und jetzt aber haben wir die Impulse und auch energetisch die Information, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, ja, oh mein Gott, ich möchte das unbedingt durchsetzen. Ich fühle das, dass das richtig ist. Ich habe das Gefühl einfach, dann tu es einfach. Ja, ich habe das Gefühl, es soll so sein, tu es einfach. Ich habe das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg, ich gehe den richtigen Weg, tu es einfach. Ja, ich sage immer, alles, was du fühlst, alles, was du in dir spürst oder mit deinem dritten Auge siehst, wenn du die Augen schließt und dein drittes Auge öffnest, ja, das wird in dein Feld kommen. Und in der Regel ist es ja so, dass wir die ein oder anderen Situationen haben, um zu verstehen, warum habe ich mich mit dieser Situation jetzt befasst? Warum ist die in mein Feld gekommen? Warum ausgerechnet ich jetzt gerade? Also viele Warums. Und wenn du verstehst, dass wenn du diese Situation hinterfragst in dieser Woche, wirst du auch entsprechend die Antwort bekommen. Also das heißt, eine Möglichkeit wäre Meditation. Was bedeutet Meditation? Da höre ich schon einige schreien, die sagen, oh, ich kann aber nicht meditieren, mein Kopf und so weiter. Meditation heißt übersetzt nichts anderes als zuhören. Und wenn du nicht zuhören kannst, dann darfst du das üben. Das ist ganz wichtig, ja? Zur Ruhe kommen. Suche dir am Tag, in dieser Woche, die jetzt kommt, von mir aus jeden Tag, eine bestimmte Zeit,
wie du für dich, ich weiß nicht, was du für einen Plan hast oder wie sehr du in dieser Woche involviert bist in irgendwelchen Aufgaben, versuche dir ein Stück weit wie so einen Stundenplan zu machen. Und besorge dir oder anders, plane bewusst für dich deine Zeit für dich, damit du dich mit diesem Problem auseinandersetzen kannst. Warum habe ich dieses Problem? Warum bin ich in diesem Problem? Was darf mir dieses Problem sagen? Letztendlich mit einem positiven Ausgang, weil du ja auf dem richtigen Weg bist. Ja? In der Regel sind das Prüfungen, wie sehr möchte ich das wirklich, was ich vorhabe? Wie sehr prüft mich die Schöpfung, ob ich das wirklich so will? Das fängt an von Geduld. Das ist ein doofes Wort, ich weiß. Bin ich auch nicht der größte Fan von, aber in der Regel liegt in der Geduld der Erfolg, ja? Weil wir dürfen verstehen. Und darum geht es in dieser Woche. Ich möchte den Vorspann gar nicht zu lang halten. Ja? Wichtig ist, dass ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass ihr eine Thematik habt, mit der ihr euch diese Woche befassen könnt. Ich werde gleich die Sichtweise jetzt verändern. Das heißt, ihr werdet gleich nur noch den Tisch sehen und die Karten. Und wir schauen uns das ganze Thema dann mal an, um was es bei euch geht. Und ich hoffe, ihr habt was zu trinken dabei. Vielleicht einen Chai, vielleicht einen Kaffee, vielleicht ein Erfrischungsgetränk, was auch immer. Und ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen oder wiederhören. Also, bis gleich. Meine Lieben, jetzt schauen wir uns mal die Thematik an für die Woche 2. bis 8.9.2024. Ihr seht, die beiden eben erklärten Karten habe ich euch schon parat gelegt. Ich habe Folgendes vor. Das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Wir werden beginnen mit den großen Lenormand-Karten. Da werde ich für euch eine Neunerlegung legen. Und wir werden dann klären mit dem Rabentarot. Das habe ich hier an der Seite. Und dann habe ich noch schamanische Orakelkarten und ich habe auch noch die Weisheit der Lichtfrauen. Meine Lieben, also ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt für die Woche. Und wir gucken uns an, um was es hier geht, welche Thematik hier in euer Feld kommen möchte, was sich irdisch angehört, das Problem, was das Problem sein soll. Ich bin gerade ins Stocken gekommen. Habt ihr das gemerkt? Deswegen, weil wir haben einmal die Ruten. Die Ruten weisen auf das Problem, einen Konflikt hin, der hier in die Veränderung kommen möchte. Für einige wird es sein, eine Schwangerschaft, dass dadurch ein Konflikt entsteht. Das ist aber für eine ganz kleine Gruppe nur. Für die anderen ist es so, dass eine Veränderung, ein Konflikt hervor gerufen werden könnte oder durch die Veränderung könnte der Konflikt hervorgerufen werden. Und ich finde das von der Aussprache her schon wieder sehr kompliziert. Manchmal geht mein Redefluss so leicht und irgendwie ist hier was arg im Stocken. Also eine Veränderung, die hier einen Konflikt auslösen könnte. Die Veränderung kann eine Situation sein, was du vorhast, aber auch eine Schwangerschaft oder generell hast du irgendwie einen Prozess gerade, den du lebst, wo du hier eine Veränderung herbeirufen möchtest? So, wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. So, okay. Wir haben hier eine männliche Hauptperson. Und wir haben hier den Baum, die Heilung. Langsames, stabiles Wachstum. Du bist immer die Frau im Kartenbild, ja? Denke bitte daran. Und dein Gegenüber ist immer der Mann. So, und dann haben wir hier die Wolken. Was sagt uns das? Hier ist dein Gegenüber im Heilungsprozess. Und dieser Heilungsprozess könnte ein Stück weit ein Problem darstellen oder für die Person sein. Warum? Weil man den Ausgang noch nicht weiß. Die Wolken sind immer ein Hinweis auf Blockaden in der Sichtweise oder eventuell auch im Denken. Wir haben hier auf der Rückseite das Schiff. Das ist das langsamste Verkehrsmittel. Das bedeutet,
dein Gegenüber oder auch du brauchen Zeit, Geduld, wieder das Thema Geduld. Aber ich kann schon mal sagen, man ist ja hier auf dem richtigen Weg. So, wir klären das Ganze jetzt mal mit dem Rabentarot. Dein Gegenüber ist im langsamen, stabilen Wachstum, in der Heilung, mit ungewissem Ausgang. Ja, hier ist irgendeine Belastung, die dein Gegenüber hat. Und diese Belastung ist auch wieder gleichzustellen mit dem Baum und aber auch mit den Wolken. Ein Heilungsprozess kann natürlich auch sehr belastend sein. Da musst du gucken, in welcher Art und Weise du oder dein Gegenüber damit involviert sind. Die 10 der Stäbe ist eine Überbelastung. Es ist zu viel Last, was du trägst, sei es mental, sei es körperlich. Und das möchte jetzt in die Heilung gehen. Also ich sag mal so, die 10er-Karten, egal ob jetzt 10 der Stäbe oder 10 der Schwerter, sind letztendlich ein positiver Hinweis darauf, dass etwas, was dir zu schwer war oder deinem Gegenüber, hier in dem Falle, weil du das Thema nämlich im Kopf hast, vielleicht sind die 10 der Stäbe auch für dich eine Belastung, weil du weißt, dass dein Gegenüber blockiert ist, weil dein Gegenüber im Heilungsprozess ist und du versuchst hier irgendwie Abhilfe zu schaffen. Aber ich kann euch eins sagen, wenn die Schöpfung hier mit im Spiel ist, und das ist zu 99,9% der Fall, ja, dann gilt es, dass dein Gegenüber was verstehen darf. Und diese Belastung, die er trägt, die trägst du ein Stück weit mit, weil du natürlich mitfühlst. Wenn du sagst, ich habe gar kein Gegenüber, ja, dann sehe ich hier dich nicht in dieser Gruppe, in dieser Woche, weil es hier um eine gegenüberliegende Person geht von dir. Ja, die Belastungen sind deswegen positiv, weil etwas in die Beendigung geht. 10 ist immer, es geht etwas in die Endphase. Es wird etwas gecuttet. Man lernt zu verstehen, was habe ich denn jetzt nicht gesehen, was ist die Blockade. Und dazu braucht man Geduld, wie der Baum. Der ist auch nicht innerhalb von 1-2 Tagen so gewachsen, sondern der brauchte teilweise Jahrzehnte. Das heißt nicht, dass dein Gegenüber jetzt Jahrzehnte braucht, um Gottes Willen. Aber es braucht Zeit. Zeit, um zu heilen. Okay, was haben wir hier auf der Rückseite? Da haben wir die 9 der Münzen. Ja, es geht hier ein Stück weit auch um den Selbstwert. Was möchte ich wirklich? Was ist mir wichtig? Okay, meine Süßen, dann schauen wir mal weiter. Gefühle oder Geld, die Fische. Das Glück, der Klee, das ist positiv, weil das ist genau die Mitte, der Kern in der Legung hier. Ja, also das ist schon mal positiv. Das ist auch die Bestätigung hier für, du bist auf dem richtigen Weg oder auch ihr seid auf dem richtigen Weg. Hier kommt irgendwas. Irgendwas kommt oder irgendwas wird offiziell. Es kann für euch sein, dass dein Gegenüber sich endlich zu dir bekennt mit seinen Gefühlen, dass er das offiziell macht. Diese Person, diese Frau, ich spreche jetzt mal aus der Sicht einer Frau, diese Frau gehört an meine Seite, diese Frau gehört zu mir. Das ist etwas, was dich sehr glücklich macht, ja, wo dann das langsame, stabile Wachstum in eure Beziehung weiter vertieft wird, weiter reinkommt. Ich sehe aber auch hier, dass das bis dato nicht offiziell war. Also das, was dein Gegenüber hier gefühlt hat, war bis dato nicht offiziell. Und das wird sich aber ändern. Ja, guckt mal. Hoho, wir haben hier das Kreuz. Ja, das ist die Schöpfung. Ich sage doch, zu 99,9% wird die Schöpfung immer mit im Boot sein. Und das ist das. Es kann ein karmischer Zyklus sein, der jetzt beendet wird. Die 10, die Belastung, weil jetzt endlich etwas offiziell wird, was euch betrifft. Ja. Und wenn die Schöpfung mit dabei ist, und ich möchte das einfach nochmal hier so stehen lassen, dann kann kein irdischer Mensch etwas dagegen tun. Alles, was von der Schöpfung aus gewollt ist, vereinbart ist, Seelenverträge etc. pp., kann höchstens auf Umwege zeitlich verzögert werden. Aber es ist geschrieben oder es steht geschrieben. Und da hat niemand das Recht,
dazwischen zu funken oder etwas zu manipulieren oder zu verhindern. Die Schöpfung ist die höchste Macht. Ja? So, dann gucken wir doch mal, was es hier noch für Botschaften gibt. Glückliche Gefühle. Die Fische und der Klee. Ich sehe hier auch ein Stück weit eine Erleichterung. Endlich wird etwas offiziell. Ja, wir haben hier die Vier der Schwerter. Meine Lieben, die Vier der Schwerter sind die Energie, dass man sich sehr genau überlegt hat und sehr genau eine Situation angeschaut hat. Ja, man war hier blockiert, was eine Blockade darstellt, also dieses nicht sehen können, wie es weitergeht. Ja, das wird hier in dieser Woche sehr bewusst werden. Man schaut sich natürlich auch diese Belastung an, ja, weil man verstehen lernen darf, warum habe ich das nicht gesehen, warum konnte ich nicht reagieren, warum war ich nicht aktiv, was war die Blockade hier? Ja, dieses nicht agieren können, die Gefühle nicht frei fließen zu lassen, mit diesen Menschen vielleicht auch nicht zusammen sein zu können, wie auch immer. Wir haben hier aber die drei der Münzen. Das heißt, hier gibt es Unterstützung von außen. Drei der Münzen ist die Karte der Teamarbeit, des Teamfähigseins. Das sind Menschen, die euch jetzt endlich ein Stück weit unterstützen in eurem Prozess. Von der Schöpfung geschickt. Okay. Also in dieser Woche könnte es wirklich vorangehen. Mal gucken mal, was jetzt hier noch kommt. Ja. Dein Gegenüber hatte hier Konflikte mit den Gefühlen. Konflikte in Bezug auch auf, ich stehe für mich ein oder gestehe mir zu, glücklich zu sein. Hier ist etwas im Vorfeld passiert bei deinem Gegenüber, was ihn hat blockieren lassen, wo er einen Konflikt hatte. Ja? Ja, guck mal. In der Liebe war der Konflikt. Ich sag ja, es war etwas im Vorfeld, es hat gar nichts mit dir zu tun, sondern das hatte was mit deinem Gegenüber zu tun. Er hat hier etwas erlebt, was einen Konflikt in der Liebe ausgemacht hat. Wie zum Beispiel. Ich kann keine Gefühle zulassen, ich traue mich nicht, mein Herz zu öffnen. Wir haben aber den Klee im Mittelpunkt der Woche. Also das heißt, als Hauptenergie in der Mitte der Woche. Das heißt nicht Mittwoch, sondern generell hier in dieser Legung. Ja, diese Woche ist gepaart von Glücklichsein, weil hier etwas in Heilung kommt auf der Herzebene. Ein Konflikt wird geheilt. Es wird etwas offiziell gemacht. Ja, und wir haben hier die Beziehung. Bingo. Ja, guckt euch das bitte mal an. Wie mega ist das für euch, Leute? So, ich freue mich, wenn ihr damit in Resonanz geht. Wir haben einen Konflikt in der Kategorie Gefühle, verletzte Gefühle, wird diese Person hinter sich lassen, mit der du involviert bist. Ja, wir haben hier den Klee, die Heilung auf der Herzebene. Das Herz wird geheilt. Das Herz, ich sehe immer so ein Herz, was in der Luft springt. Boing, boing, ja. Wir haben hier das Herz in Rot. Wir haben hier auf dem richtigen Weg sein. Und durch die Schöpfung haben wir hier, dass ein Problem auf der Herzebene jetzt, was ein Konflikt darstellte, jetzt in die Heilung kommt. Wir haben die Sonne, ist die höchste und die beste Karte im Linnemont. Endlich wird was offiziell. Das bringt Heilung. Auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene. Herzebene, alles. Es kommt endlich mehr Stabilität in dein Feld. Du darfst endlich ankern. Die Beziehung ist die Hauptenergie. Ja, es ist ein Beziehungsthema in der Woche. Und wir gucken jetzt noch, was die Tarotkarten dazu sagen. Endlich. Also ich spüre schon, ich höre das schon richtig. Gott sei es gedankt, geht's endlich weiter. Ja, und hier ist der schnelle Neuanfang. Bäm, da kommt er. Also einige von euch werden wirklich eine lange Zeit der Belastung gelebt haben und in dieser Woche werden diese Belastungen in die Heilung gehen durch dein Gegenüber. Wir haben hier Gefühle, die im Konflikt standen, werden geheilt.
weil etwas offiziell im Bereich der Liebe wird. Ja, die Hauptenergie hier in der Mitte ist das Glück. Er ist glücklich und fröhlich. Endlich kann er heilen. Endlich kann er in die Stabilität gehen. Er war lange Zeit nicht in der Stabilität. Er war blockiert, weil er etwas nicht offiziell machen konnte. Sei es durch seine mentale Situation oder aber auch durch die Belastung, die er hier hatte. Und das Ass der Stäbe ist eine ganz schnelle Chance, wo ich ein Stück weit aber sagen muss, er hat sich hier diesen Prozess genau überlegt. Er hat genau abgewogen und überlegt, mache ich das nicht. Und mit Hilfe dritter Person wird hier der Neuanfang kommen. Leute, das ist mega. So, und drei der Kelche bedeutet hier in dieser Legung nicht, ist einer zu viel, ja, sondern drei der Kelche bedeutet letztendlich fröhlich sein, mit anderen feiern, in der Liebe sein Glück teilen, ja. Also hier kommt ganz, ganz viele positive Energie in dein Feld. So, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal mit den schamanischen Orakelkarten an. Um was geht's hier noch? Also ich denke, einige werden wirklich drauf gewartet haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es bei deinem Gegenüber weitergeht und damit auch bei dir in der Liebe, ja? Okay, Seelenweg. Erkenne deinen Seelenweg und das ist das. Das ist euer Seelenweg. Das ist das, was ich gesagt habe. Die Schöpfung hat einen Plan. Und wenn die Schöpfung, und das ist, ich sage es nochmal, zu 99,9% mit involviert sind oder ist, dann kann kein irdischer Mensch etwas dagegen tun. Also ich möchte da nicht in dieser Haut stecken. So, und wir haben hier auf der Rückseite, haben wir die Energie-Medizin-Wandlung. Du bist ein Teil der Natur. Lass dich von ihr leiten. Ja, also entweder raus in die Energie der Natur, ja, raus in Richtung Sonne. Vielleicht setzt du dich mal für 5 oder 10 Minuten in die Sonne. Wir haben am Dienstag, den 3., haben wir Neumond. Ja, Neumond in, ich glaube, das war Neumond in der Jungfrau. Ja, Neumond in der Jungfrau. Das bedeutet letztendlich, es ist jetzt auch die Zeit der Jungfrauen, es bedeutet, dass du in dein Element kommst, Bodenständigkeit, dass du diesen Anfang, der hier relativ schnell in dein Feld kommt, etwas Neues beginnen möchte, Neumond, auch da bitte mal reinschauen. Und ich habe hier, meine Lieben, guckt mal, die Weisheitskarten der Lichtfrauen. Und die nehme ich jetzt nochmal mit dazu. So, welche Energie haben wir in der kommenden Woche mit dabei, bitte? Ja, das ist doch schön, das sieht doch sehr gut aus. Also diese Situation wird gefördert und gefordert durch Unterstützung dritter Personen. Das ist gut. Die Unabhängige, das ist richtig genial. 29, Quersumme 11, die Unabhängige. Ja, ihr werdet hier mehr unabhängig werden. Okay, lasst mich trotzdem gucken. Ich möchte euch gerne noch die Botschaft dazu mitteilen. So, die Unabhängige. Die Überschrift ist die Frau, die sich ihrer maskulinen Seite bedient. Okay, das bedeutet, und jetzt gut zuhören, also, wenn du ein Mann bist und du siehst dir diese Legung an, ja, dann bist du genauso, dann bist du da, dann bist du das von der Energie her anders. Nee, ich muss anders sagen. Die unabhängige Frau, das ist ein Anteil, den die Frau wie auch der Mann in sich trägt. So, jetzt habe ich es. Diese Karte hier symbolisiert ja dein Gegenüber, ne? Ich spreche ja immer aus der Sicht einer Frau. So, jetzt haben wir es. Ja, heute ist ein bisschen kompliziert, ne? Das bedeutet, dass dein Gegenüber jetzt in die Energie des Tuns kommt. Versteht ihr, was ich meine? Das bedeutet, er macht sich auf den Weg. So. Meine Güte, warum ist denn das alles so kompliziert? Also, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob die Situation bei euch wirklich so kompliziert ist, wie ich es gerade im Rumstottern hier wahrnehme.
Aber wie gesagt, ich lasse alles drin. Es darf alles so angeschaut werden. So, die Unabhängige. Du gehst durchs Leben, ohne dich zu rechtfertigen oder die Gründe für dein Handeln zu erläutern. In deinem Tun spiegeln sich dein Pflichtgefühl und deine grundlegenden Werte wider. So, deine grundlegenden Werte. Deine grundlegenden Werte sind deswegen wichtig, damit du in die Aktion kommst. Ja? Hier geht es um dein Vorangehen, um deine Stärke, die du da mit einfließen lassen darfst. So, ich gucke jetzt gerade mal. Genau. Hör auf die Träume der Menschen um dich herum. Sei geduldig. Leute, was habe ich gesagt mit dem Baum? Was habe ich gesagt mit dem Baum? Der Baum ist auch ein Zeichen für ein Stück weit Geduld, ja? Weil der Baum wächst auch nicht so schnell, wie wir es manchmal gerne hätten. Ja, also auch wieder das Thema Geduld. Hör auf die Träume der Menschen um dich herum, sei geduldig. Arbeite an deiner körperlichen Biegsamkeit. Ja, inwiefern auch du gerade aktuell biegsam sein darfst oder biegsam sein kannst. Ich versuche gerade noch mal ein bisschen was für euch zusammenzufassen. Okay, hier gibt es noch mal so ein Mindset, so ein alchemistische, die alchemistische Formel. Ich arbeite voller Überzeugung weiter an der Entwicklung meiner Träume. Erlaube aber die Weisheit, mir auch andere Sichtweisen zu eröffnen. Und das, ich finde das gerade ganz spannend, denn das ist diese Situation hier mit den vier der Schwertern, meine Lieben. Ich denke ganz klar, dass dieses Erlauben, dass du diesen Weg gehst, da hast du sehr lange Zeit für gebraucht und jetzt ist das nur noch so ein kleines Stück, weil du jetzt lernen wirst oder verstehen wirst, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, weil das Tempo wirst du bestimmen. Die Freude, endlich mit jemandem sich zu liieren, sich den gemeinsamen Seelenweg zu gehen, das ist letztendlich das, was dich glücklich macht. Also das ist auch das, was dein Gegenüber hier möchte. Ja, dein Gegenüber, der Klee, das Glück und die Sonne. Endlich ankern zu können, endlich das Gefühl zu haben, am Ziel sein zu können, endlich gemeinsam seinen Weg gehen zu können. Ich habe hier eine Situation für euch, die nach dem Bedürfnis, endlich miteinander den Weg gehen zu dürfen. Und hier gab es lange Konflikte durch die Gefühlswelt. Für andere ist es so, dass sie sich zurückgezogen haben oder der Gegenüber, also dein Gegenüber hat sich zurückgezogen, weil er, das ist ganz oft bei Männern so, weil sie halt nicht das Geld haben, ne? Manchmal ist das so. Und ich habe hier aber eher die Konflikte auf der Gefühlsebene. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt dieser Heilungsprozess. Da wird endlich was offiziell gemacht werden, damit ihr eure Liebe leben könnt. Und das ist das, was ich hier sehe. So, und weil es auch so schön war, jetzt werde ich euch noch mal aus dem Liebestarot werde ich euch jetzt noch mal Karten ziehen. Ich brauche Platz hier. So, meine Lieben, was haben wir hier? Wie geht's denn weiter mit euch? Ihr werdet die Gelegenheit bekommen und werdet auf die Ergebnisse warten. Die Gelegenheit bekommen heißt, eine Aussprache zu haben, sich zu treffen. Wow, das war echt cool. Das war viel. Ja. Hier wird jemand ins Fließen kommen. Also durch die Gelegenheit, die ihr hier bekommt, wo ihr auf Ergebnisse wirklich gewartet habt, dass endlich das Ergebnis darauf zu warten bedeutet, dass endlich was ins Fließen kommt, ja, in der Liebe. Endlich macht jemand auf sein Herz, man öffnet sich für die Liebe
Und das bedeutet, dass jemand sich hier ganz stark engagiert und sich für etwas einsetzt. Das können auch hier die dritten Personen sein, ja, die hier wirklich sich engagieren, sich einsetzen, damit endlich die Heilung deines Gegenübers vollzogen werden kann. Und wir haben die Hauptenergie Erfolg und Wachstum. Das bedeutet, wenn du lange gedacht hast, oh, das geht sowieso nicht mehr in der Liebe, ist alles verloren, da passiert nichts oder wie auch immer, dann kann ich euch jetzt sagen, nee, das wird sich verändern. Ihr werdet hier erfolgreich in eine Beziehung starten. So. Und ihr könnt euch darauf freuen. Also eine ganz tolle, lichtvolle Beziehung, ein Weg, der eingeschlagen wird, wo ihr euch schon ganz lange nachgesehnt habt. Die Belastung, dieses Nichtwissen, wie es hier weitergeht, ja, das wird hier in Heilung kommen. Gemeinsam den Seelenweg miteinander gehen. Ja, also es war in der Vergangenheit für die, die mit in Resonanz gehen, eine ganz schwere Zeit, aber nicht nur für euch als Frauen, sondern auch für dein Gegenüber, weil Konflikte im Gefühlsleben, ouch, das ist richtig krass, weil da bedeutet es, etwas zu verarbeiten, ja, und man war lange nicht bereit, in der Liebe, in der Beziehung stabil zu sein. Es kann auch genauso gut sein, dass dein Gegenüber, und das ist auch das Ende, was hier die Belastung darstellen kann, dass es ein Hinweis ist, dass dein Gegenüber die ein oder andere wechselnde Partnerschaft hatte. Ne? Also nichts Festes, vielleicht on-off oder One-Night-Stand oder einfach nur das körperliche Ausleben. Das kann auch ein Hinweis sein, dass das gelaufen ist. Ne? Aber das ist hier nicht gerade Thema, sondern das ist nur der Hinweis, was sie mir gerade sagen, dass diese Person so gehandelt haben könnte, ja, für einige von euch. Und wenn die Schöpfung mit involviert ist, ja, ich sage immer, der Schöpfer hört Dinge, die du nicht mitkriegst, die du nicht hörst und was eventuell nicht für dich sein darf oder soll, was dir wehtun könnte oder dir schaden könnte, ist immer, dass dann in dem Moment diese Person von dir getrennt wird, weil diese Person ihren Weg gehen darf. Und da hast du manchmal gar kein Mitspracherecht, sondern das ist der Prozess, die Blockade, die Belastung, die diese Person alleine gehen darf und die jetzt aber, wie gesagt, in Heilung kommt. Die Heilung, das langsame, stabile Wachstum in der Liebe mit, ich möchte euch nochmal den Klee hier zeigen. Ja? Also hier geht etwas positiv aus, meine Lieben. Okay, ich würde sagen, das war die Wochenbotschaft. Ihr könnt euch, einige von euch, können sich hier wirklich über einen Neustart in der Liebe freuen. Und das freut mich sehr. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr hier mit dem Kollektiv zusammen seid und wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.